Heute tauchen wir ein in die Welt der Fische. Es gibt ja Pferdeflüsterer. Wir haben eine Fischflüsterin heute bei uns. Sie ist die absolute Expertin zum Thema Fische, vom kleinen Guppi bis zum teuren Koi. Bei mir ist Sandra Lechleiter. Sie ist Fischtierärztin aus Neuenbürg. Jetzt! Die Mackershow auf der Neuen Welle. Ich freue mich, dass Sandra Lechleitner heute bei mir ist. Eine Medizinerin der besonderen Art. Schön, dass es geklappt hat. Ja, guten Morgen, Herr Wacker. Guten Morgen. Aus Neuenbürg sind Sie zu uns gekommen und Sie sind Tierärztin, aber Fachtierärztin, Fischtierärztin. Frau Lechleitner, ich habe das ehrlich gesagt noch nie gehört, dass es Fachärzte für Fische gibt. Wie viele Fachtierärztinnen und Tierärzte gibt es denn überhaupt? Also in Deutschland sind wir rund 30 Fachtierärzte für Fische. In Gesamtdeutschland? 30. In Gesamtdeutschland, ja. Und davon sind so um die 6 Personen tatsächlich, wie ich, auch in eigener Praxis tätig. Die meisten arbeiten in Instituten, Universitäten oder auch Untersuchungsämtern. Zum Beispiel im Fischgesundheitsdienst. Im Fischgesundheitsdienst. Frau Lechlein, da bleiben wir bei Ihrer Praxis. Wie muss ich mir das vorstellen? Wir haben auch Haustiere, Kaninchen, da geht man dann mit dem kleinen Stall und guckt dann, was das Kaninchen hat. Wie ist es mit Fischen? Kommen die Menschen mit dem Aquarium zu Ihnen? Ja und nein. Wie immer sind beide Antworten richtig. Ja. Man kann mit einem Fisch zu mir in die Praxis kommen. Das sind dann meistens die Montage und Samstage, wo ich in der Praxis bin. Die kommen dann in aller Regel in einem Eimer oder in einem Transportbeutel, so wie man sie im Zoohandel auch eben kaufen kann. Oder die anderen größeren Patienten oder die auch die, wo es um Bestände geht, da, die besuche ich vor Ort. Da fahre also ich zum Tier hin. Also viel unterwegs, vor allem auch bei ganz besonderen Fischen. Sie haben ein Buch mitgebracht, Patient Koi. Und wir wollen diesen Kois und wir wollen dieser Berufung und diesem Beruf heute auf die Spur kommen. Es wird eine spannende Sendung mit Sandra Lechleitner in der Martin-Wacker-Show. Die Martin-Wacker-Show auf der Neuen Welle, Sandra Lechleitner ist zu Gast. Sie ist Fischtierärztin und wir haben heute wirklich ein tierisch gutes Thema. Wir wollen Sie ein bisschen besser kennenlernen bei den 10 Fragen in 60 Sekunden. Okay, tu mal unser Bestes. Legen wir los. Ihr Sternzeichen? Fisch. Verliebt, verlobt oder verheiratet? Verheiratet. Die Lieblingsfarbe? Ist grün. Jetzt ist das Sternzeichen schon Fisch. Achtung, haben Sie ein Haustier? Ja, ich habe auch Fische als Haustiere, aber auch einen Hund. Auch ein Hund, wunderbar. Also Sternzeichen Fisch, Haustier Fische. Welches Poster hing bei einer Fischtierärztin im Jugendzimmer? War das schon Tier? Gar kein Poster. Gar kein Poster. Ein Ballettposter. Ein Ballettposter. Gab es ein erstes Vorbild? Meine Eltern. Sehr schön. Die erste selbst gekaufte Schallplatte oder CD? Schallplatte, Single, Puppets on a String. Ach, wunderbares Lied. Welches Buch haben Sie jetzt zuletzt gelesen? Sind es dann auch Fachbücher oder? Ja, auch Fachbücher, aber ich lese auch gerne skandinavische Krimis. Oh, da haben wir was gemeinsam. Ihr Lieblingsurlaubsziel, wenn man wieder reisen darf? Norwegen und Schweden. Und eine Fischtierärztin, Hausmannskost oder Gourmet-Tempel? Was essen Sie am liebsten? Ich koche am liebsten selber und ich koche querbeet, alles, was gut schmeckt. Und danke erstmal für die Antworten auf die 10 Fragen. Sekunden. Kochen Sie auch Fisch? Selbstverständlich. Also wir haben viel zu besprechen. Das Sternzeichen, die Haustiere und auch das Essen mit einer Fischtierärztin. Es wird eine schöne Sendung. Gleich mehr in der Martin-Wacker-Show. Sandra Lechleiter ist zu Gast in der Martin-Wacker-Show. Fischtierärztin, Fachärztin für Fische aus Neuenbürg. Und jetzt haben wir schon viele schöne Sachen bei den 10 Fragen in 60 Sekunden gehört. Sternzeichen Fische, Frau Lechleiter. Hat Sie das beeinflusst bei der Berufswahl? Nein, nicht direkt. Höchstens vielleicht von ganz von oben. Ganz ich von weiß oben. Es nicht. Was sagt man denn den Fischen eigentlich nach, also als Sternzeichen? Sensibel, künstlerisch begabt und eher stille Personen.
Passt das auch dann zum Thema, sich um Fische zu kümmern? Nicht so. Aber ja, natürlich passt es auch zum Thema, auf jeden Fall. Natürlich. Und, was mich auch wirklich begeistert hat, dass Sie selbst auch Fische haben, ist es bei Ihnen dann auch der teure Koi, über den wir dann auch noch sprechen werden? Oder sind es eher die, ich hatte auch mal Fische, so vor 30 Jahren, schönes Aquarium, ein bisschen Guppies und so Mosaikfadenfische, erinnere ich mich. Sind es bei Ihnen auch eher so die einfacheren oder auch die teuren Fische? Bei mir sind es definitiv die einfacheren. Ich habe Guppies und ich habe Goldfische. Kommen auch Menschen mit solchen Fischen zu Ihnen zur Behandlung? Also ich wäre damals, gebe ich zu, nicht auf die Idee zu kommen, wenn meine Guppies irgendwie, wie hätte ich denn das gemerkt, wenn die schräg geschwommen wären, zu sagen, ich gehe jetzt zur Fischtierärztin. Aber kommen auch Menschen, die ihren kleinen, einfachen Fisch sehr lieben zu Ihnen? Selbstverständlich. Mhm. Es gäbe mich gar nicht, wenn es nicht Leute gäbe, die auch einfache, kleine Fische als, wie soll man sagen, Haustiere für sich entdecken. Das gehört eigentlich schon dazu. Also nur immer von den teuersten kann keiner leben. Und es verändert sich auch. Ich nehme an, dass wir in etwa im gleichen Alter sind. Ich mache ja jetzt seit fast 30 Jahren diese praktische Tätigkeit und da hat sich schon sehr viel verändert. Die Menschen fühlen sich heutzutage auch tatsächlich verantwortlich für Fische, die nichts oder fast nichts gekostet haben. Da geht es tatsächlich ums Tier und das Tier wird zunehmend eben ein Hausgenosse und nicht mehr ganz so sachlich gesehen, wie wir das vielleicht früher mit unseren ersten Haustieren gehalten haben. Eigentlich eine sehr schöne Entwicklung. Ja, absolut, auf jeden Fall. Mich interessiert natürlich gleich, wie muss man sich so eine Fischbehandlung vorstellen? Auf den Seziertisch kann man die Fische ja nicht legen. Wie funktioniert das? Sprechen wir gleich drüber in der Martin-Wacker-Show. Die Martin-Wacker-Show auf der Neuen Welle mit Sandra Lechleiter aus Neuenbürg. Sie ist Fischtierärztin und für mich ist das ein ganz spannendes Thema. Ich habe selbst mal Fische gehabt und wir haben gerade ein bisschen rausgearbeitet, dass die Beziehung zum Tier auch bei diesen Fischen immer enger wird. Wie müsste ich mir das jetzt vorstellen? Mein Mosaikfadenfisch ist krank. Das sehe ich irgendwie. Jetzt komme ich zu Ihnen mit meinem Fisch. Sie können den Fisch ja nicht wie andere Tiere auf den Behandlungstisch legen. Wie geht das dann weiter bei Ihnen? Ja, zunächst natürlich kommt ganz viel, was ist los, was ist passiert, was ist neu, was ist alt. Und der Fisch wird für die Untersuchung aus dem Becken rausgenommen, in ein kleines Gefäß mit Betäubungsmittel gesetzt. Dann schläft er ein und dann kann ich mit dem ganz wunderbar meine Untersuchungen machen, unter die Kiemendeckel schauen, meine Abstriche fürs Mikroskop gewinnen. Und ich kann natürlich auch eine Kotprobe nehmen und bei größeren Fischen kann man dann auch Behandlungen machen, Wundbehandlungen, Abszessspülungen, Injektionen geben. Theoretisch könnte man sogar mal eine Bauchhöhlenchirurgie machen, wenn es denn Sinn macht. Mit dem kleinen Fisch? Ja, also die Größe muss natürlich irgendwo so sein, dass der Fisch auch eine Überlebenschance hat. Kleine Tiere sind ja vom Energiehaushalt meistens recht schnell erschöpft. Aber je größer die Tiere werden, umso mehr kann man mit denen auch medizinisch dann eben jetzt mit der Hand am Fisch machen. Also so funktioniert das, wenn wir zu Ihnen kommen in die Praxis. Wir wollen aber gleich sprechen über Fische, die ich mir wahrscheinlich nicht leisten könnte. Und dazu haben Sie auch ein spannendes Buch geschrieben, Patient Koi. Und gleich tauchen wir ein in eine Fischwelt, die den Diamanten gleicht in der Martin-Wacker-Show. Die Martin-Wacker-Show am Sonntag mit Sandra Lechleiter, Fischtierärztin aus Neuenbürg. Sie haben uns schon ein bisschen in Ihre Praxis mitgenommen. Wie kamen Sie eigentlich auf die Idee, sich den Fischen speziell zu widmen? Sie haben es gesagt, nur 30 Tierärztinnen und Tierärzte bundesweit. Gibt ja auch Pferde. Also als junges Mädchen hat man dann die Pferde vor sich und sagt, ach Pferde, das ist meine Welt. Wie kommt man drauf, sich den Fischen zu widmen? Meine Welt war ursprünglich eigentlich mal die Großtierpraxis und später die Pathologie. Und es war auch gar nicht meine Idee mit den Fischen, sondern ich habe im Tierärztlichen Untersuchungsamt in Stuttgart gearbeitet als Pathologin und habe die Kollegin vom Fischgesundheitsdienst auch gelegentlich vertreten. Und als sie den Posten verlassen hat, als sie befördert wurde, hat man mir den Fischgesundheitsdienst sozusagen nahegelegt und diese Stelle angeboten. Und da habe ich dann mal eine Weile gezögert und bin sehr froh, dass ich damals den Einstieg in die Fischwelt geschafft habe. Denn es ist ja auch eine spannende Welt. Im süddeutschen Raum gibt es nicht viele. Und Sie haben die Praxis in Neuenbürg,
haben vorhin so die Tage, die Praxistage genannt. Gehe ich recht in der Annahme, dass die anderen Tage vor allem im Auto gesessen wird und Süddeutschland erkundet wird? Gewissermaßen haben Sie recht, ja. Also 70.000 Kilometer im Jahr kommen zusammen und es sind eben 4 Praxistage, wo ich dann meine Touren fahre zu meinen Patienten nach Hause oder in Geschäfte, die Fische halten oder Zoo oder irgendwas. Also das heißt, 70.000 Kilometer, was ist so der Radius? Gehört da auch ein bisschen Frankreich, Elsass dazu? Also so welchen Radius um Neuenbürg können Sie bedienen? So etwa 250 Kilometer im Umkreis, das ist so das Kerngebiet. Und etwas entlegener sind dann noch einige Teiche, zum Beispiel in Luxemburg. Aber also auf Elsass in Frankreich ist ganz wichtig, natürlich von Neuenbürg aus auch nicht weit. Dadurch sind da auch sehr viele Patienten und Teichbesitzer, die von mir besucht werden. Gehe ich recht in der Annahme, dass diese Teichbesitzer vor allem eine Sorte Fisch haben, die besonders wertvoll ist? 2/3 sind tatsächlich Koi-Teiche von allen Patienten so in etwa. Und die sind natürlich, wie soll man sagen, mein Brot, mein täglich Brot. Das ist richtig, ja. Also, Frau Lechleiter, da freue ich mich jetzt auf den weiteren Verlauf der Sendung, weil ins Thema Koi-Karpfen einzutauchen, welches Bild. Das gefällt mir ganz besonders. Gleich mehr dazu in der Martin-Wacker-Show. Es ist Sonntag. Prominente Gäste in der Martin-Wacker-Show, Sandra Lechleiter aus Neuenbürg, Fischtierärztin. Und auch Sie müssen unsere spannenden Fragen beantworten, die ich auch nicht kenne. Entweder oder. Sie sind bereit? Selbstverständlich. Wir schauen mal. Wir schauen mal, was man sich für Sie ausgedacht hat. Was hat die Lotterie entschieden, Frau Lechleiter? Entweder nur noch barfüßig laufen oder nur noch mit Socken unterwegs sein. Barfuß laufen. Definitiv barfuß. Ja, auch im Winter. Sind Sie im Sommer auch so eine Barfußläuferin und genießen das? Ja, schon immer. Also ist ja klar, aus Sandalen läuft das Wasser wieder raus. Also mit anderen Worten, sobald es richtig gutes Wetter gibt, kann ich wieder an die Teiche gehen. Müssen Sie manchmal auch zu Ihren Patienten, zumindest bis zu den Knien, ins Wasser steigen? Gelegentlich ja, um sie zu fangen. Okay, schöne Geschichte. Wir machen die zweite Frage, Frau Lechleiter. So, bitteschön. Dankeschön. Entweder lieber am ganzen Körper Tattoos haben oder Piercings. Das ist ja eine tolle Auswahl. Ja, also, da muss ich ehrlich sagen, da fällt mir wirklich kein Entweder-Oder ein. Das kommt in beiden Fällen absolut nicht in Frage. Also diese Frage wird nicht mehr gestellt. Jetzt muss ich mir sie selbst mal stellen. Also ich würde mich dann für die Tattoos entscheiden. Ich habe ja auch hier oben viel Platz. Von daher, ich hätte die Frage mit Tattoos beantwortet. Ich nehme aber Ihre Antwort an. Dankeschön. Keine Entscheidung. Sandra Lechleiter in der Martin-Wacker-Show. Gleich geht's um die Kois. Ich freue mich schon. Sandra Lechleiter in der Martin-Wacker-Show und wir sind mittendrin im Thema Fisch und nähern uns jetzt dem Patient-Koi an. Ein Patient, über den Sie ein großes Werk geschrieben haben, Diagnose, Behandlung und Vorsorge. Ich stelle mal die Frage, die wahrscheinlich jeder stellt. Mir ist es aber wichtig, diese Frage zu stellen. Wie wertvoll sind denn teilweise die Kois, zu denen Sie eventuell nach Luxemburg fahren? Da werden Sie jetzt enttäuscht sein. Die sind von im Prinzip 10 Euro bis vielleicht 3.000 oder 4.000 Euro. Bewegen sich die meisten Patienten. Selbstverständlich gibt es auch gelegentlich mal Fische, die Shows gewonnen haben und dadurch noch wesentlich teurer sind. Und wenn ich in Japan bin bei dem Koi-Züchter, den ich betreue, sehe ich natürlich schon diese Juwelen, die zum Beispiel in Asien dann auch tatsächlich viele zigtausend Euro Preise erzielen. Sie haben Patienten in Japan, ja. Sie fliegen speziell. Wir haben das ja, bei Baden-Baden gibt es ja die Fachärzte für Pferde, die werden dann in die Emirate geflogen ja. Und Sie fliegen nach Japan. Ja, ich habe einen Koi-Züchter in Japan, den Konishi Koi Farm, die betreue ich jetzt schon seit weit über 10 Jahren und habe tatsächlich außer zu Corona-Zeiten jedes Jahr dort die Möglichkeit, die Fische vor Ort nach der Abfischung zu untersuchen und den Gesundheitszustand auch sozusagen mit hier nach Europa zu nehmen. Was macht denn einen Koi so wertvoll? Eigentlich ist natürlich wie bei allen Hobbysachen
der Wert im Auge des Betrachters. Also es ist, entsteht ein persönliches Verhältnis und viele von meinen Kunden sagen, der guckt so lieb, den wollte ich gleich haben. Tatsächlich. Also diese, wie soll man sagen, jetzt nicht objektive Schönheit, die wird durchaus auch bezahlt. Und dann gibt es natürlich in den Shows richtige Kriterien. Die Körperform sollte symmetrisch sein, der Fisch braucht eine saubere Beschuppung, klare Farben, auch klar abgegrenzte Farben. Es gibt ja auch dreifarbige Fische zum Beispiel. Dann sollte natürlich die Schwimmweise auch elegant sein, also da gibt es auch große Unterschiede. Und es sollte eigentlich auch ein gutes Wachstumspotenzial vorhanden sein, denn je größer so ein Fisch wird, umso wertvoller wird er auch. Aha, die Größe macht's aus. Und gleich will ich noch auf die Spur kommen, welches Alter denn so ein teurer Fisch erreichen kann. Denn wenn er nicht alt wird und ist so teuer, dann habe ich ihn ja gar nicht so lange und er kann gar nicht so lange glänzen. Gleich noch mehr über die Kois mit einer fantastischen Gesprächspartnerin, einer Fischtierärztin aus Neuenbürg. Gleich mehr dazu. Die Martin Wacker Show auf der Neuen Welle. Ich freue mich, dass Sandra Lechleiter bei mir ist. Sie ist Fischtierärztin und wir sind in die Welt der Kois richtig gehend eingetaucht, wie sie mit ihrem Buch Patient Koi. Welches Alter kann denn ein Koi-Karpfen erreichen, wenn ich so einen 1000 Euro teuren Fisch in meinem Teich habe? Ja, ich, so generell würde ich mal sagen, ganz grob zwischen 10 und 30 Jahren. Manche werden auch noch älter, aber nicht sehr viel älter. Zwischen 10 und 30 Jahren und älter. Macht das auch was mit dem Preis, dass man sagt, gibt es Fische, von denen Sie wissen, als Expertin, der hat das Potenzial, um ein gutes Alter zu erreichen? Das ist manchmal sehr schwer zu beurteilen, aber es ist wie bei unseren Top-Models, die Jüngeren sind einfach die Schöneren. Das heißt also, der Zenit der Schönheit wird dann irgendwann auch überschritten und dann sind die Fische sehr groß und natürlich haben sie dann auch eine besondere Persönlichkeit, aber sie sind dann eigentlich als Kapitalanlage nicht mehr so richtig gut. Ich habe eine neue Show-Idee. Germany's Next Top-Koi-Karpfen mit Sandra Lechleiter und Martin Wacker. Nächste Stunde kümmern wir uns neben den Kois um andere exotische Fische, die Sie schon untersucht haben. Sogar Haie waren dabei. Freue mich drauf. Die Martin-Wacker-Show auf der Neuen Welle. Unter der Woche sind Sie dran bei unserem Lieblingsquiz. Jetzt gibt es die Promi-Ausgabe von Stadt, Land, Quatsch. Frau Lechleiter, jetzt wird es spannend. Sie haben schon gesagt, ich weiß nicht, ob es funktioniert. Sie werden gut sein, ich weiß das. Ich mache mit Ihnen einen angenehmen Buchstaben, und zwar das schöne F. Besser kann es ja für Sie nicht sein. Und bei 5 Richtigen gibt es die schöne neue Welle XXL-Tasse zu gewinnen für die Praxis in Neuenbürg. Passt auch ein kleiner Fisch rein, wenn er untersucht werden soll. Ne? Durchaus. Ne? Vielseitig einsetzbar. Also, wir legen los. Buchstabe ist das F und wir starten mit der Stadt. Freudenstadt. Ein Land. Frankreich. Ein Tier. Fisch. Ach, ich kann nicht leben ohne? Freude. In der Küche. Fisch. Ein Fußballspieler. Jetzt mal ein bisschen schwerer. Boah, keine Ahnung. Keine Ahnung, weiter. Ein Beruf. Fischtierarzt. Was ist typisch deutsch mit F? Ich sag Forelle blau. Eine Farbe mit F, Frau Lechleiter. Eine Farbe mit F? Es klingelt schon. Wir haben von Ihnen auf jeden Fall 7 richtige. Also das passt schon. Den 7. haben wir Ihnen noch gegeben. Das war die Forelle blau. Verbindlichsten Dank. Sehr schön. Tasse ist gewonnen. Die Farbe, die frische, schöne Farbe, die werden wir jetzt noch ein bisschen miteinander ergründen und werden Sie gleich nach dem nächsten Musiktitel auflösen. Aber Sie sind gut durchgekommen. Wunderbar. Also, wir fassen zusammen. Tierfisch. Sie hätten auch sagen können, ich kann nicht leben ohne Fische. In der Küche Fisch und Beruf Fischtierärztin. Das war die schönste Ausgabe bisher von Stadtland Quatsch. Großartig. Wie konnte ich nur F nehmen? Die Martin-Wacker schon am Sonntag. Wir rätselten über die Farbe mit F. Flieder haben wir gerade rausgefunden. Und wir haben noch ein bisschen über typisch deutsch Forelle blau geredet. Sie sagten, Forelle blau kann sehr lecker sein. Das ist ja eher so im eigenen Sud. Ja, es ist ein Essigsud mit Kräutern. Und wenn der Fisch wirklich richtig frisch ist, dann ist es ein absoluter Hochgenuss. Ja, ich liebe auch Forelle, aber ich bin halt typisch badisch so ein Sößle-Typ. Mit einem schönen Sößle dabei. Jetzt sind wir beim Essen angekommen. Es ist ja auch bald Mittagessenszeit ist am Sonntag. Sie essen tatsächlich auch Fisch? Natürlich. Es ist eins der besten Lebensmittel überhaupt. Wenn es regional ist natürlich und frisch. Das ist das Entscheidende. Wenn es regional ist,
kann sich aber nicht jeder unbedingt leisten, jetzt ins Eyachtal zu fahren und einen frischen Fisch dort zu holen. Gibt es für Sie etwas, wo Sie als Fachfrau sagen, da sollte ich beim Kaufen darauf achten, es gibt ja so viele Kennzeichnungen und Symbole. Was ist denn wirklich wertvoll oder was? Ich gehe zum Erzeuger. Zum Erzeuger gehen? Ich brauche kein Symbol. Also auf den Markt gehen oder? Genau. Genau, das ist Ihr Rat. Ja, absolut. Und Fisch ist dann, wenn es vom Erzeuger kommt, wahrscheinlich eines der Lebensmittel, das am besten kontrolliert ist. Absolut, ja. Genau. Früher als Fischgesundheitsdienst-Tierärztin habe ich ja mit diesen Lebensmitteltieren auch zu tun gehabt. Und deswegen weiß ich aus eigener Anschauung, dass unsere Fischzüchter hier ganz tolle Ware haben und vor allen Dingen auch sauber arbeiten. Jetzt haben wir über Forelle Blau gesprochen, aber das ist wahrscheinlich nicht Ihre Lieblingszubereitung. Was ist Ihre Ihr Lieblingsfisch und jetzt zum Verspeisen? Oh, ich mag eigentlich fast alle Fische außer Hering. Also ich bin da in der Hinsicht vollkommen schmerzfrei. Ich kann mich erinnern, Backfischle, früher am Karfreitag, das ist ja jetzt dann auch bald, habe ich mit meinem Vater immer so einen Berg vertilgt. Also frittierte Rotaugen, das war damals also mit Sicherheit eines meiner absoluten Lieblingsessen. Und mit Sößle natürlich der Salm in Pernod-Soße, wie man ihn im Elsass hat. Das ist natürlich auch zum Beispiel was, das ich aus meiner Kindheit ganz toll in Erinnerung habe. Ich habe jetzt Hunger, brauche eine kleine Pause. Gleich mehr mit Sandra Lechleiter in der Martin-Wacker-Show. Pernod-Sößle, mein Traum. Die Martin-Wacker-Show auf der Neuen Welle mit Sandra Lechleiter. Wir sind gerade ein bisschen kulinarisch abgetaucht. Kommen wir wieder zu Ihren Patienten als Fischtierärztin. Jetzt haben wir über die Keus gesprochen. Ihr Buch, ich kann es auch noch mal nach oben holen, behandelt sich ja handelt ja über die Keus, Diagnose, Behandlung, Vorsorge, aber es endet nicht bei den Keus und fängt nicht an bei den kleinen Fischen. Es gibt auch ganz exotische Fische, die Sie mal behandeln müssen, wahrscheinlich in Aquarien. Was ist denn so, ist immer ein Hai dabei? Ja, ab und zu auch mal ein Hai, eigentlich eher selten. Viele von den Großaquarien, die Haie halten, haben natürlich ihre eigenen Fachleute für den speziellen Bereich. Aber ab und zu gibt es tatsächlich auch mal einen Hai. Öfter dann einen Süßwasserrochen oder einen Kugelfisch. Das sind eigentlich aus dem Süßwasser jetzt die größeren Fische, die immer wieder ganz spannend sein können. Bleiben wir beim Hai. Wie muss ich mir das vorstellen? Sie haben vorhin so schön beschrieben, kommt so ein kleiner Fisch zu Ihnen in die Praxis, dann gibt es so eine kleine Betäubung und dann liegt das Fischchen da, ist ganz friedlich. Der Hai muss ja auch friedlich werden. Muss der gefangen werden? Muss der dann auch betäubt werden? Wie sieht es mit dem Hai aus? Alle Fische, die untersucht werden, werden betäubt. Wie betäuben Sie den Hai? Auch mit einem Betäubungsmittel übers Wasser. Also da gibt es wasserlösliche Lokalanästhetika, die dazu führen, dass die Fische sich nicht mehr bewegen und nur noch ganz wenig Sauerstoff brauchen. Also der ganze Stoffwechsel fährt runter, die Reflexe fallen mehr oder minder stark aus, das kann man steuern. Und dann kann man mit dem Tier auch hantieren, ohne dass es für Tier und Mensch großen Stress gibt. Also vom Koi bis zum Hai bis zum Guppi und dem Mosaikfadenfisch. Jeder Fisch darf zu Sandra Lechleiter und gleich will ich noch mal ein bisschen der Sache auf den Kern gehen. Wir haben jetzt die Haie, Süßwasserrochen besprochen. Aber gibt es denn Krankheiten, die in bestimmten Jahreszeiten vorkommen? Das finde ich ganz spannend, denn so ein Teich im Freien, der hat auch alle Jahreszeiten. Und im Winter denke ich mir immer, was machen denn die Fischlein unterm Eis? Gleich mehr dazu in der Martin-Wacker-Show. Die Martin-Wacker-Show auf der Neuen Welle mit Sandra Lechleiter. Sie ist die Fischflüsterin, möchte ich mal sagen. Und das war eine ganz spannende Sendung. Wir sind schon in der letzten Gesprächsrunde. Ein Thema beschäftigt mich tatsächlich. Wir haben auch einen Gartenteich. Und da sind auch Fischlein drin. Und jetzt im Winter war das wieder komplett zugefroren. Dann macht man sich ein bisschen Sorgen. Wie geht es denen da unten? Gibt es denn winterspezifische Krankheiten, sommerspezifische Krankheiten? Wie sieht es aus in der Fischwelt? Sicher, Sie haben da vollkommen die richtige Fährte. Es gibt winterspezifische Krankheiten. Speziell bei den Teichen, die zufrieren, besteht natürlich die Gefahr, dass die Fische ersticken unter dem Eis, wenn das lange zugefroren ist. Da sind die Goldfische Spezialisten, nicht im Ersticken, sondern im Überdauern. Weil sie besondere Stoffwechselwege finden, um an Sauerstoff zu kommen, der in ihrem Körper gespeichert ist. Aber winterspezifisch gehört natürlich Immunschwäche dazu, Energiemangel durch Energieverlust über den ganzen Winter, wo nicht gefressen wird und durch die Schwäche bedingt dann auch Parasitenerkrankungen, bis dann die Temperaturen wieder stimmen und die Reserven aufgetankt sind.
Also Fische zu Hause zu halten, ist auch eine Grundvoraussetzung, sie anständig zu halten, auch fischgerecht. Was raten Sie denn beim Aquarium zum Beispiel? Was raten Sie beim Teich? Ich glaube, diese ganz kleinen Goldfischgläser, die sind nicht so zu empfehlen. Die sind schon lange out. Mhm. Das, denke ich, haben wir überwunden. Mhm. Wichtig ist bei allen Tieren, sich vorher zu informieren, sich nicht darauf zu verlassen, dass man wirklich in einem Verkaufsgespräch tatsächlich alles vermitteln kann, was nötig ist zu wissen, um einen Fisch gut und artgerecht zu halten. Und dann würde ich auf jeden Fall auch sagen, geht mal in ein Fachhandelsgeschäft, in den Zoohandel, der tatsächlich auch gut ausgebildet ist und berät und nicht nur versucht, Tiere billig an den Mann zu bringen, wie es in Internetzeiten leider Gottes auch immer wieder auftritt. Die ganzen Fische, die wir als Hobbytiere halten, sind ein Zoo unter Wasser. Die haben ganz unterschiedliche Bedürfnisse. Mhm. So unterschiedlich wie Forelle und Karpfen schmecken, so unterschiedlich sind auch die Ansprüche an die Haltung. Und deswegen gibt es natürlich Fische, die mehr Aufmerksamkeit brauchen und welche, die weniger brauchen. Und für den Anfang ist es sicherlich besser, man macht es genauso wie ich und nimmt sich mehr die unkomplizierten Fische vor. Also tatsächlich im Teich Goldfische oder im Aquarium Salmler oder Barben, die verzeihen auch mal einen Anfängerfehler. Also es sind Haustiere, es muss wohl überlegt sein, der Appell gilt auch bei den Fischen. Ja, absolut. Frau Lechlein, hat viel Spaß gemacht. Danke, Herr Wacker, es hat mir auch viel Freude gemacht. Danke für Ihren Besuch mit dem Koi, das überlege ich mir noch. Und das war für mich auch persönlich eine spannende Sendung, für Sie zu Hause natürlich auch. Und in der kommenden Woche gibt es wieder prominente Gäste in der Martin-Wacker-Show. Video zum Nachschauen, jetzt auf Facebook, auf die neue Welle. Bis nächste Woche. Ciao.